Guten Abend, gute Nacht. Wie geht's weiter? Ich glaube, wir sollten lieber aufhören. Für okay. Unsere Zuschauer. Hallo übrigens. Hallöchen. Ja. Und was spielen wir heute, Domi? Gute Frage. Ja, komm. Was? Genau. Was schauen Sie mich da so link an? Von links. Starten Sie lieber Simon der Zauberer. Ja, und betätigen Sie das mit der rechten Hand. Ich betätige es. Was betätige ich denn? Die Eingabetaste. Die Eingabetaste, okay. Oh, ich Gott. Kann auch die ganz rechte Eingabetaste auf dem Ziffernblock nehmen. Das ist ja auch nur rechtens. Ich glaube, ich sollte das lassen. Ein einsamer Mann in einer anderen Welt. Das Intro haben wir ja schon gesehen. Sorry Leute, das war jetzt mal wieder ein bisschen fun. So. Wir laden jetzt, weil wir sind ja irgendwo stehen geblieben. Irgendwo. So, ach ja genau, ich habe schon eine Idee, was wir machen müssen. Wer sich nämlich erinnert. Mag die Fischer nicht. Wir haben nämlich diese Schildkröte, die wir jetzt hier mit dem Hammer erschlagen, die konnten wir nicht anfassen, deswegen benutzen wir jetzt die Gummihandschuhe mit der Schildkröte. Ich kann diese Gummihandschuhe als Schutz vor Stromschlägen tragen. Ja, so. Aber Hauptsache, er hat jetzt seinen Kopf. Und jetzt jetzt vielleicht, ich erkläre mal das Rätsel hier. Genau, diese Glühwürmchen hier, ja? Moment. Sie sind nicht sehr hell. Genau, sie sind nicht sehr hell, aber wir haben eine Schildkröte, die elektrische Spannung anscheinend irgendwie produziert. So, und wir haben hier eine komische Maschine mit zwei leeren Käfigen, einem Plus-Minus-Hebel und einer leeren anderen Kiste. Was wir jetzt nämlich tun... Wir legen diese Schildkröte in diese eine leere Kiste, ja? Du hörst dich an wie so ein TV-Koch. Und nun, um das Rätsel runter abzuschmecken, genau, drücken wir jetzt auf diesen Startknopf mit Minus. Na aktiviert. Gut, los geht's. Wir haben jetzt damit nämlich die Schildkröte, genau, in eine Schildkröte und den Aale verwandelt. Du hast sie getrennt. Ich habe sie getrennt, genau, das war das bessere, die bessere Beschreibung. Ich frage mich, wie die in das Glas kommen. Das ist eine gute Frage. Aale im Glas. Mit Remoulade. Apropos Remoulade, die Shisha geht noch nicht, oder? Ein bisschen. Okay. So, und jetzt machen wir dasselbe Spielchen mit den Glühwürmchen und den Aalen. Also haben wir jetzt etwas hellere Glühwürmchen am Ende. So, nicht vergessen auf Plus umzustellen. Na gut, los geht's. Jaha. Juhu. Wow, sieht aus, als hätte ich es geschafft. Was geschafft? Schau her. Oh, ich wusste nicht, dass du ebenfalls ein Genetiker bist. Oh, es ist ein Hobby von mir. Ich habe Zitterale dafür verwendet. Aale, sagst du? Das muss ich genauer untersuchen. Behalte das Glas, wenn du möchtest. Danke. Nun lass mich mit meinen Forschungen bitte allein. Jawohl, Sir. Was ist mit meiner Beteiligung? Komm morgen wieder. Sehr leichtgläubig. Ja. So, können wir mit dem schon... Ne, mit dem können wir, glaube ich, noch nicht viel anfangen. Ja. Sei gegrüßt, alter Junge. Verschwinde, Kleiner. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Was ist denn da oben? Niha, Hupa, Jup. Pay up irgendwas? Keine Ahnung. Kolin? Kolin? Ach, keine Ahnung. Kohle. So, ich muss gerade erstmal wieder ein bisschen recollecten, was wir das letzte Mal so alles gemacht haben und was noch offen ist.
Aber ich bin ziemlich der Meinung, wir können zum Exum fliegen, weil wir haben jetzt nämlich das Geld. Stimmt, weil wir ja Breiträger geworden sind. Aber zuerst hole ich mir noch einen Luftballon. Entschuldige bitte? Ja. Könnte ich noch einen Ballon haben? Was ist mit dem letzten passiert? Er ist davongeflogen. Na gut, alles klar. So, jetzt holen wir uns unseren leckeren Burger. Da ist dieser kleine Kerl ja schon wieder. Ach der, ja, den kenne ich auch noch. Oh, er geht in die Toilette. Sam, ja, ist ein Junge gewesen. Okay. Reden. Möchten Sie bestellen? Genau, das Sumpfling, das habe ich glaube ich im letzten Part erzählt. Das ist ein alter Bekannter aus dem ersten Teil, so ein grünes Sumpfviech. Wissen Sie, wo ich den Sumpfling finde? Du willst den Chef sehen? Ja, Mann. Wo kann ich ihn finden? Er ist in seinem Büro, die Stufen dort hoch. Aber du kommst hier nicht durch. Nur für Mitarbeiter. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? War schön, mit Ihnen zu plaudern. Und tschüss. Beehren Sie uns bitte bald wieder. Gut, dann geben wir ihm doch mal den Gutschein. Besser nicht. Ich könnte es später noch gebrauchen. Ja, zum Beispiel jetzt. Was ja. Genau soll das bezwecken, bitteschön? Hä? Möchten Sie bestellen? Geben Sie mir einen MacBig und eine Pommes. Da bist du hier leider falsch, Kleiner. Wir haben höchstens etwas mit Biosumpf, wenn du möchtest. Haben Sie nicht irgendetwas ohne Kalorien? Wie wär's mit Schneckenburger? Bah. Njam, 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 njam. Schnecken sind Warum gut. Heißen sie Schneckenburger? Nur so aus Interesse. Naja. Mit Kräuterbutter und Toast? Kleiner. Das kommt daher, weil darin Schnecken. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Sonst noch etwas, Kleiner? Ich glaube, du kannst nichts machen hier. Ich muss dem den verdammten Gutschein geben. Ich gebe nichts von meinen Sachen her, solange ich nicht muss. Wieso kann ich ihm den Gutschein nicht geben? Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Kann ich mir einfach das Geld geben? Besser nicht. Ich könnte es später noch gebrauchen. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Er berechtigt mich zum Kauf einer Mac-Sumpfling Junior-Tüte für lumpige 8 D-Mark. Anderer Gutschein. Das war ein anderer Gutschein, oder? So ein anderer Gutschein? Geh nochmal eins runter. Nee, ist eigentlich der gleiche, ne? Ja, ist aber das Team. Stimmt, ja. Gut, dann aber ganz kurz, vielleicht können wir auch mit dem reden. Das ist nämlich der Tätowierer, der im Laden Schild vorne hingehängt hat. Er ist nach Mittagessen wieder zurück. Er schafft. Was dagegen, wenn ich mich setze? Ja, ich möchte in Ruhe essen, bevor ich zu meiner Arbeit zurückkehre. Sind Sie so eine Art Doktor? Mir gehört der Tätowierladen in dieser Stadt. Ich habe nur noch bis 14 Uhr Pause, also lass mich in Frieden. Wann genau ist es 14 Uhr? Schau auf die Uhr dort. Aber die ist doch stehen geblieben. Ich weiß. Verschwinde jetzt. Gut. So, ja. So lange möchte ich auch mal Pause machen. Lange Mittagspause. Anorak-Typ, mit dem wir auch mal reden. Hallo. Dies hier ist eine Anorak-freie Zone. Verschwinde. Lass mich in Ruhe. Ich bin heute bereits 4-mal zusammengeschlagen worden. Außerdem hat jemand mein Tunix-Handbuch geklaut. Ein Euro, Domi. Halt den Mund. Du musst einen Euro zahlen, weil er das Mundstück für die Shisha verloren hat. Nein, hab ich nicht. Doch, ich hab nur mal geschaut, ob du dich noch erinnerst. Und jetzt sind wir mal schön fies. Kein Wunder, mit der Visage... Kein Grund, darauf herumzureiten. Ich weiß, dass ich ein absolutes Weichei bin. Ich würde aber so gerne ein starker Kerl sein. Naja, mit so einem Gesicht hat man's halt schwer. Ich habe wirklich alles probiert, aber umsonst. Ich werde für den Rest meines Lebens ein Depp bleiben. Nun ja, jeder hat so seine Probleme. Aber keiner ist so arm dran wie ich. Ich gehe besser, bevor du mich damit ansteckst. Danke für deine Ermunterung. Sehr nett, sehr, ja, sehr nett. Ich mag den Simon deswegen. Gut. Hey, schon wieder dieser merkwürdige kleine Junge.
nur für kurze Zeit hier bei Mac Dumpling erhältlich. Jetzt machen wir zwei Sachen. Das erste, was wir tun, ist zurück zum Marktplatz zu gehen und den Ballon mit dem Geländer zu verwenden. Ein zweites Mal. So. Und genau, hier wollen wir hin, Rathausplatz. Denn Bingo Bongo hat ja eine Schweinsblase gebraucht, um seine Trommel zu reparieren. Und die haben wir zufälligerweise dabei. Zufällig. Diese Dinger sind nicht sehr kompatibel, weil... Ja. Sieh mal, was ich hier habe. Das ist der Mund. Danke, Mann. Nun kann ich meinen Schülern endlich einige Schritte lehren. Ich werde euch eine VIP-Demonstration geben. Lass dich nicht aufhalten. Okay, Mann. Alles klar, Jungs. Und denkt an Rhythmus. Fertig? Okay. Das ist ein sexy Hintern. Kein Wunder, dass die Trommel kaputt gegangen ist. Komisch. Ich glaube, es beginnt zu regnen. Kein Wunder, bei dem Getrommel. Ja, wir haben sogar ein paar Blitze hinbekommen. Ich hätte nie gedacht, dass es auf Anhieb so gut klappt. Ich hasse den Programmierer für all das hier. Warner, entschuldigt uns jetzt bitte. Wir müssen weiter üben. Bin schon weg. So, das war jetzt vielleicht schlecht, dass ich das jetzt schon gemacht habe, weil man wird kein bisschen verstehen, warum ich das hab machen müssen. Und zwar liegt das an Folgendem. Oh, jetzt fängt mir das Lachen an. Mit dem Brecheisen kann ich diesen Kanaldeckel hier aufmachen. Genau. Und was hat das jetzt mit diesem Gewitter zu tun? Folgendes. Mein Freund lacht. Ich hasse den Zeitgelache. Und zwar, wenn ich hier rüber gehe, war hier normalerweise eine böse, böse, finstere Spinne. Ja? Und die hat mich nicht durchgelassen. Also wirklich so ein riesenfettes Viech. Und durch das Gewitter hat es die jetzt quasi weggespült. Oh, ich gehe keinen Schritt weiter. Wer weiß, was hier noch so alles herumkriecht. So, Glühwürmchen verwenden. Miha! Genau, das ist er. Schaut ja nett aus. Ja, wie gesagt, das war vielleicht etwas doof, dass ich das vorher gemacht habe, aber dafür habe ich es erzählt, was es war. Liebsche. So, Dille. So, Dille. Ach, was war denn das nochmal? Geländer. Stimmt, da komme ich noch nicht lang. Auf zurück? Noch nicht zurück. Wir können vielleicht mal ganz kurz nach links weitergehen. Das wird dann noch interessant. Hallo. Ich grüße dich, o Wanderer. Ich bin die Herrin des Sees, Beschützerin des heiligen Schwertes, welches auf jener Insel dort ruht. Hallo. Wenn du danach trachtest, in den Besitz des Schwertes zu gelangen, so wisse, dass nur jemand von königlichem Blute es aus dem Stein ziehen kann. Genau. Die Story kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Nur wer sich des Schwertes würdig erweist, wird es erlangen. Viele haben es versucht, doch keinem ist es je gelungen. Dennoch, zögere nicht und, wie bitte? Hä? Warum muss ausgerechnet ich immer an die Besserwisser geraten? Und Diana kommt schon wieder 20 Minuten zu spät zu ihrer Schicht. Dabei wollte ich heute Abend mit George ausgehen. George Stubbard. Richtig. Stopp! Auszeit! Was geht hier vor? Nun, wegen dem Date mit George habe ich meine Schicht mit Sarah getauscht. Dann hat Sarah mit Katie getauscht, um mit Amelie zu tauschen. Aber Katie ist ausgefallen und Diana musste für sie einspringen. Sie hätte vor 20 Minuten beginnen sollen. Ich arbeite seit 8 Stunden ohne Pause. Oh. No.
Das geht doch. Oh, Lech. Du sahst unter Wasser irgendwie besser aus. Du sahst auch besser aus, als ich unter Wasser war. Oh. Genau, was genau machst du eigentlich? Was genau machst du? Na, du weißt schon, dieses Seeherrinnenzeug. Vor Touristen auftauchen und den Mist mit dem Schwert erzählen. Der König liebt es, die Traditionen zu pflegen. Das würde ich gern mal probieren. Wo muss ich unterschreiben? Du kannst nicht einfach eine Herrin des Sees sein. Du benötigst eine Ausbildung. Und du bist keine Frau. Wie steht's hier eigentlich mit Gleichberechtigung? Außerdem musst du als Insignie die königliche Robe tragen. Nur mit ihr ausgestattet wirst du von uns aufgenommen. Dann mache ich mich mal auf den Weg, sie zu holen. Die königliche Robe brauchen wir also. Alles klar. Jeha! Ich muss gerade lachen, weil ich schon weiß, was passiert. So. Nom, 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 nom. Spül? Das ist echt bescheuert, weil... Oh, nicht lachen, nicht lachen. Der schaut schon gleich, schau. Oh. Nein! Er lacht, ich wein. Ja, bei der so. Lache kein Wunder. Jetzt ist das Problem, wir müssen nämlich hier irgendwie diesen verfluchten Gutschein einlösen. Weil jetzt brauchen wir das Zeug nämlich langsam. Ich kann's mir auch nicht vorstellen. Anorak-Typ. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Er berechtigt mich zum Kauf einer Mac-Sumpfling-Junior-Tüte für lumpige 8 D-Mark. Aber ach, warte mal kurz. Nun, lass uns mal reinschauen. Natürlich, ah. Ich muss das mit dem Beutel aufmachen. Geld. Ich kann mir dafür echt keine Verwendung vorstellen. Ein elastisches Stück Seil, das Amerikaner daran hindert, in einen Fluss zu stürzen. 100 D-Mark. Genau, so. Jetzt kaufen wir das Teil. Nicht. Ich könnte es später noch gebrauchen. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Bitte Was jetzt? Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Besser nicht. Ich könnte es später noch gebrauchen. Ich bin extrem verwirrt. Er berechtigt mich zum Kauf einer Mac-Sumpfling-Junior-Tüte für lumpige 8 D-Mark. Es ist beinahe 14 Uhr. Hm. Hat er gesagt, der hat es für mich zurückgelegt. Man kann die leisen Brechgeräusche der Leute da drin hören. So, erstmal kurz, ganz kurz überlegen, ob ich sonst noch was machen muss. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das können wir noch nicht, das auch noch nicht. Das auch noch nicht. Hm. Interessant. Wirklich interessant. Vielleicht kann ich jetzt mit mir reden, weil ich das Geld habe. Ja, ich komme wegen der Mahlzeit, die ich reserviert habe. Das macht dann 10 D-Mark, kleiner. Aber da steht 8 D-Mark auf dem Gutschein. 2 D-Mark Aufbewahrungsgebühr. Oh, alles klar. Danke, dass Sie bei uns gespeist haben. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Gut, dann schauen wir da mal rein in das Ding. Dann lass uns mal da reinschauen. Da ist eine fette Made, die meinen Burger aufgefressen hat, ein Kaugummi und eine Figur des Sumpflings. Mahlzeit. So, ich speichere mal zwischen, weil ich hatte nämlich das letzte Mal, wo ich gespielt habe, um die Zeit rum einen blöden Bug, einen blöden Fehler. So einen blöden. So. Blöden, ganz fränkisch. Na, so einen blöden Bug da halt. Ja, sie fix, Halleluja. Was? Kommen Sie zu Max So. Lass mich nochmal kurz ein Stückchen überlegen. Genau, wir gehen zum Marktplatz. Wer sich nämlich erinnert, wir kommen. Das ist übrigens eine Figur vom Sumpfling, wie es so schön auch da steht. Die wird ihm wirklich nicht gerecht.
Und ich bin ja, wer sich erinnern kann, nicht hinter die Theke zum Sumpfling selbst gekommen. Die Bedienung hat mich nicht durchgelassen. Also machen wir Folgendes. Der ist nämlich vom Kostüm, also der schneidet auch Kostüme zu. Besser nicht. Ich könnte es später noch gebrauchen. Entschuldigung? Das ist sehr schön, ja. Warum? Was hast du getan? Genau. Kannst du mir ein Kostüm anfertigen? Wenn du mir ein Entwurfsmodell geben kannst? Es könnte aber eine Weile dauern. Ich entwickle gerade eine neue Stinkbombenrezeptur. Sehr schön. Kannst du mir ein Sumpfling-Kostüm machen? Ja, mit den Ohren wackeln. Ich schätze schon. Ich bräuchte allerdings grünen Stoff dafür. Ich habe meinen für ein Baumkostüm aufgebraucht. Ich sehe mal, was ich tun kann. Grüner Stoff. Baumkostüm. Sehr, sehr extraordinary, extra originell. So, und jetzt müssen wir nämlich mit dem hier reden. Ich möchte gerne grünen Stoff kaufen. Grün? Kein Problem, aber das wird dich eine Menge kosten. Wie viel? Auf jeden Fall mehr, als du bezahlen kannst. Wie? Wie auch immer, gegen eine kleine Gefälligkeit könnte ich dir vielleicht den Stoff geben. Du bist nicht mein Typ. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. So, Was soll ich denn? Boah. Vollig. Na, sind wir mal lieber lieb. Ach ja? Und welche Art von Gefallen? Lass es mich dir einfach zeigen. Alles, was du brauchst, ist mir die Lampe zu bringen. Ich soll in dieses dunkle Loch hinuntersteigen? Das ist der Künstlereingang. So etwas hatte ich mir schon gedacht. Komm nicht zurück, bevor du nicht die Lampe hast. Nur eine Sache noch, ich... Später. Ich bin kein glücklicher Mann. Erinnert dich das auch ein bisschen an irgendetwas anderes? Eine Lampe holen für einen sehr vertrauenswürdigen Menschen? Ja, aber nicht so eine Lampe. Wie ist denn mit der da? Ja, der macht schon voll eine. Sehr viele Lampen später. Ja, mal typisch. Ich schätze, da draußen findet das jemand ziemlich komisch, was? Es tut mir leid, aber der Geist der Lampe ist gerade nicht zu Hause. Wenn Sie wegen irgendwelcher Wünsche gerieben haben, müssen Sie sich leider gedulden. Sie können aber Ihren Namen und Ihr Anliegen nach dem Pfeifton hinterlassen. Sehr schön, eine Wunderlampe mit AB. Ach, das ist toll. Herrlich, so. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Normalerweise gebe ich meine Sachen nur an Menschen weiter. Hey, Dicker, ich habe deine Lampe. Wirf sie mir hoch. Keine Chance. Ich habe das Buch auch gelesen. Wirf mir zuerst die Leiter runter. Wobei man da wohl hätte auch so rauskommen können. Ja. Gute Arbeit, Kleine. Was ist mit meinem Stoff? Klemm! Bringe dem Jungen ein Bündel Stoff durch. Ich dachte, wir hätten uns auf Grün geeinigt. Tut mir leid, das ist alles, was ich dir anbieten kann. Naja, besser als nichts, schätze ich. So, weißt du schon, was wir als nächstes machen müssen? Du hast doch grünen Farbstoff in den Brunnen, ne? Oh, das du war's, bist ne? intelligent. In the Land. Ich hab das Spiel vor Jahren, zwar das letzte Mal gespielt, aber... das weiß ich nicht noch. Booby Bounce! Hast du schon das von unserer Doris gehört? Hast du das schon von der Frau gehört? Weck dass die sich heute nicht die Brüste gewaschen hat? Oh, ich weiß. Und der Heinrich war genauso. Es tut mir leid, den von Doris zu hören. Ah, die Waschweiber. So. Hast du den Stoff? Der muss erst gewaschen werden. Okay. So. Ja. Jetzt können wir den grünen Stoff nehmen. Schlimm, schlimm.
Und mir sagt ja, wenn es einmal passiert ist, da gibt es kein Zurück mehr. Die haben so einen geilen Dialekt. Das ist. Das könnte man sich übrigens, glaube ich, 10 Minuten oder so anhören. Also die reden da wirklich voll den Scheiß umeinander. Umeinander, mal ganz wieder in Umgangssprachen. Genau, ich höre hierhin zurück. Es kommt später auch eine Situation, da hört man eine Gruppe von Leuten über etwas schwafeln. Schwafeln? Aber das höre ich mir, also das mache ich ein extra Video, weil das echt klasse ist, was die reden. Gut, aber jetzt gebe ich erstmal Stoff. Ich habe den Stoff, den du wolltest. Okay. Kurze Zeit später. Hey, Schaf! Eine kurze und unerwartete Sonnenfinsternis später. Was? Super. So, wir reden jetzt aber nochmal mit ihm. Ist dies schon der dritte Teil? Nein, das ist immer noch der zweite. Nun, bestimmt kommt bald Simon 3, die Rache der eingeschlafenen Schweißfüße. Was muss ich für diese persönliche Beleidigung bezahlen? Nichts, ein Gratis-Service des Hauses. Willst du nun etwas oder nicht? Momentan nichts. Man sieht sich.